Schneider kann euch zum Ziel des Neids aller eurer Mitbürger machen. Kommt in sein Geschäft. Seht selbst, welche Wunder dieser Künstler wirken kann. Kann er das, ja? Luigi, der Fischhändler aus San Marco, möchte, dass es die ganze Stadt erfährt. Nirgends, ja, okay. Werdet ihr frischeren Fisch zu niedrigeren Preisen, genau, finden als bei ihm. Okay, Moment. Stati attenti. Der Weinhändler, der seinen Karren vor dem Geschäft des Fleischers Vito abgestellt hat, möge ihn bitte bis zum Beginn der Abendprozession von Santa Croce entfernen. Und der Lester dies droht ihm eine Strafe. Du möchtest nach Hause gehen und dein Leben überdenken. So. An alle Mitglieder der... An der Stelle ein freundliches Hallo zurück bei Sassinen Crates. Ja, genau, Numero 2, Numero 2. Wir sind zurück in der... Firenze. Westlich der Stadt Stellung beziehen. Ah ja, wird er das. Welche Stellung wird das denn sein? Wird er uns was von Gott in der Welt erzählen? Dann ist es die Missionarsstellung. Ja, die ganze Stadt wird es auch bald wissen, wenn du weiter hier so rumschreist. Über Luigi, den Fischhändler. Wäre mich eigentlich gerade mal so gar nicht interessiert. Luigi, der Fischhändler, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich habe eine Mission. Ja, die auch. Die natürlich auch. Die dürfen wir nicht vergessen. Die haben Bedeutung. Ich glaube, ich stehe im Wald. Lagt euch etwas, Freund? Auch. Wenn ihr ein oder zwei mehr Tryptychons kauft, gebe ich ein Fresko für eine Kapelle dazu. Zwei, okay. Tryptychons, ein Altarbild. Zwei, drück dich mal. Okay. Wenn du des Öfteren verfolgt wirst und nicht so fähig bist, dich vor deinen Aufgaben zu drücken, kriegst du hier zwei, drück dich mal. Was läuft denn hier vorbei? Bist denn du? Merda! Nicht mein Glück. Das ist das, was da hinten rumrennt. Was rennt denn da um? Da. Kann man den irgendwie... Das ist so ein Fuzzi, den man irgendwie stellen kann? Treibt es nicht zu... Ich meine, der muss ja... eine Bedeutung haben. Bin fort mit dir, Schlingel! Der Rat hat die Ausschreibung einer neuen Gemeindehalle. Komm, der rennt doch bestimmt im Kreis, oder? Gucken wir einfach mal, wo der hinrennt. Wir müssen nämlich die ganze Zeit hinterher rennen. Dann werden wir ja bekloppt. Vielleicht können wir den irgendwo abfangen. So, der rennt jetzt ganz weit weg. Dann ist er natürlich entschwunden jetzt. Dass immer wieder junge Männer die Gebäude der Stadt zum Spaß erklimmen. Ja, ich zum Beispiel. Ne, der ist verschwunden. Schade. Na gut. Dann glaube ich... können wir jetzt hier wieder runter. Er wird sich noch etwas brechen. Nein, wir nicht. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Lass mich in Ruhe. Gut, komm, dann machen wir jetzt die Mission. Ein Wolf im Schafspelz verhindern, dass die Verschwörer die Medici-Familie angreifen. Ach ja, genau, da waren wir stehen geblieben. Wenn wir jetzt als erstes mal die Truhen lernen, denn dann sind die Medici nicht mehr so interessant. Wenn sie nämlich pleite sind, dann haben die schon mal weniger Feinde. Das hilft denen schon mal. So. Jetzt komme ich natürlich hier so nicht weiter. Ich feststelle, dann probiere ich es mal hier drüben. Da ist ja auch so ein Kreuz, ne? Das könnte ja hier auch so ein Medici sein. Giotto-Kampagne, ah ja, ich verstehe. Hier gibt es also lecker Giotto.
Café Solo Conciato. Dort sind Lorenzo und seine Frau. Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Crepa! Caraniciore! Giuliano, sei! Ich dachte, ich soll das verhindern. Nein. Jetzt gucke ich da nur zu. Ich flehe euch an Ungnade! Keine Gnade für dich! Du räudiger Hund! Stirb! 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 Das ist ein Assi! Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo! Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen! Abschaum! Mörder! Ich töte dich! Das hast du dir selbst zuzuschreiben! Stirb! Stirb einfach! Bitte! Ich brauche Hilfe! Ich glaube, das bringt nichts. Ich wechsle mal eben aufs Schwert. Viele hier. So. Was denn? Lass jetzt mal hier den Lorenzo in Ruhe. Was ist das für ein Benehmen? Du gehst jetzt mal weg. Und... noch ein Versuch. Einen hast du noch. So. Ihr habt mein Leben gerettet. Keine Ursache. Aber der Mann, der euch das antat, muss bezahlen. Nicht jetzt. Ich brauche erst Hilfe. Zu mir nach Hause. Ich vertraue den Leuten dort. Könnt ihr... Ja, ich kann. Ich kann das. Okay, ach, nach Hause geleiten. Okay. Ich verliere eine Menge Blut. Ja, dann komm. Haltet durch, Signore. Ich mache so schnell es geht. Drüben wäre zwar ein Arzt, aber bitte. Lasst euch nicht über die wahre Natur dieses Meuchelmörders... Francesco De Pazzi! Ich töte ihn! Und seine ganze Familie! Da brennt's, da Sie werden ausgelöscht! Seid still, Signore. Spart eure Kraft. Oder ich muss eine Leiche abliefern. Wir sind schon fast da. Verständigt die Wache! Hier läuft ein Mörder frei herum! Damit will ich nichts zu tun haben. Weil das Labyrinth hier. Ich bin hier bei euch, Brüder. Was tut ihr denn? Ich bin dabei. Vergessen, wie man Krieg führt. Stopp ihn! Du entkommst. Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Ich hoffe, der Kampf könnte vermieden werden. Aber sei es drum. Ich bin
mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Ich muss hier. Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Ich verdrück mich besser. Das ist zu viel. Was habe ich getan? Bei der heiligen Jungfrau saß ich hier. Wahnsinn. Komm, da vorne ist dein Ziel. Jetzt komm halt mit. Damit will ich nichts zu tun haben. Mir nach. So, klopf, klopf. Lorenzo ist verletzt. Aprite la porta. Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür. Beim dreimal größten. Kommt herein, schnell. Die Stadt ist im Krieg. Beeilung. Wartet. Ich stehe in eurer Schuld. Nur ein wenig. Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah. Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein! Wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht! Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Bleib Francesco De Pazzi. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Ja. Ich habe gerade fünf Minuten Zeit. Ich mach das mal eben. So. Wo stürmt er? Ach hier, du bist, glaube ich... du bist, glaube ich, hier, Signor, mein Mann. Ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Signoria herumführte. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang. Geht, bevor es zu spät ist. Tut, was ihr könnt! Ja, und das ist jetzt... Leb wohl, Francesco. Oh! Francesco de Pazzi, finden und töten. Okay. Darf man aber nicht verpatzen, ne? Hoppla. Ich weiß, es ist jetzt gerade nicht Mission, aber... Es war jetzt gerade in der Nähe, also... Mir gedacht... Nimm mal mit. Ich höre Kriegslärm. Ich sehe ihn da! Wo rennst du denn hin? Ja, ich hab anderes zu tun. Entschuldigung. Freunde, Adalan ist Wache! Ja, hier geht's ganz schön ab. Nicht umsehen! Seid nicht schüchtern, tretet näher! Nein, ich hab grad keine Zeit. Das ist wirklich nett, danke, aber. So, wie komme ich jetzt da hin? Ist das dein Scheiß Ernst? Das ist der Mann. Gelobt sei Gott, endlich seid ihr hier, Freund. Na komm! Dann mach halt! Jetzt ich halt! Wir sind da unter uns! So. Wo bist du, Franziska? Du schon wieder. Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt ihn! Feder.
Ich kenne den Mann. Woher kenne ich ihn? Er ist weg. Das kann doch nicht sein. Mist, da ist er. Bazo, glaubst du, du bist schneller als wir? Na gut. Komm mal hoch. Hoch, wo war... Kommt der denn her? Der entkommt uns. Da ist er. Hallo? Hallo? Sag mal, kannst du jetzt mal dein Schwert ziehen? Blödhammel. Da ist er. Laju. Schneller. Er hält uns. Dieses Mal entkommt er nicht. Hat er auch nicht vor. Sieh jetzt mal. Danke. Das ist der verpackte Jungs, sei Gott, endlich seid ihr hier, Freund. Na? Was soll das, Gott? Das ist doch ein technischer Blick. Ja, Zerberg. Grenze deine Hunde, liebe Mutter. So, jetzt probieren wir das nochmal. Ich frage mich, mit wem du dich angelegt hast. Ruhe in Frieden, wer immer du auch bist. Fühlt sich ein bisschen schwer hier. Irgendwie kommt er hier nicht hoch. So. Was ist der Leiter? Nimm doch die. Oh, eine Leiche. Nee, eine Leiter. So, jetzt habe ich die alle erledigt. Der Junge hält sich für einen Schwertkampfmeister. Du hast also Blut geleckt. Meine Männer machen kurzen Prozess mit dir. Halte ein! Du verzögerst nur dein unausweichliches und schmerzhaftes Ende. Was glaubst du zu beweisen? Dass du ein treuer Diener bist? Wache! Wache! Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Ist der wahnsinnig? So, dann müssen wir jetzt erstmal die hier erledigen. Das geht relativ schnell, ist nämlich dumm. Das ist der erste Dumme. Das ist der zweite Dumme. Der andere ist schon geflohen. Na, nochmal. Und zack. Und bam. Lauf du nur. Glaube nicht, ich käme dir nicht hinterher. Ich bin ein gottverdammter Assassine. Erwischt. Da hast du den Schlenker in die falsche Richtung gemacht, mein Freund. Jetzt werdet ihr von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiescat in pace. Na? Jetzt geht er schon respektvoller mit ihm. Liebe Kraft! Liebe Kraft! Liebe Kraft!
Libertà! Libertà! Popolo de Libertà! Wer ist denn da? Antwortet er nicht. Francesco! Da guckst du jetzt blöd, hä? Sei dir das eine Warnung. Das war jetzt wieder nicht so respektvoll. Synchronisierte Erinnerung, synchronisiert, Sequenz 4 beendet.